Ja, liebe Modell und Freunde, herzlich willkommen zu Teil 4 Schnelleinstieg in Rockrail. Gleich zu Anfang der Hinweis: Dies ist kein offizielles Video im Namen oder Rechnung von Rockrail. Auch gebe ich keinen Support hier über dieses Video und auch nicht über YouTube. Fragen beantworte ich gerne, gar kein Problem. Ja, das nur, wie gesagt, ich repräsentiere euch hier ganz einfach nur, wie ich mit Rockrail arbeite und auf meiner Modellbahnanlage Rockrail im Einsatz habe. Und das wird mit Sicherheit gegenüber dem Wiki etwas abweichend sein. Aber solange ich damit Erfolg habe und ihr damit vielleicht Erfolg habt, ist das kein Problem. So, heute geht es um die Blöcke. Heute wollen wir Lokomotiven den Blöcken zuordnen. Heute wollen wir unsere Lokomotiven zum ersten Mal völlig automatisch über diese kleine Anlage fahren lassen. Wie gesagt, es handelt sich um eine virtuelle Anlage. Ja, genau. So, das habe ich gemacht. Ich habe hier noch ein paar Weichen eingefügt. Hier eine, hier eine, hier eine, hier eine, um noch mehr Fahrstraßen generieren zu können. Ich habe noch eine zweite Lok, eine BR-103 angelegt. Und ja, wenn wir uns das jetzt nochmal in Teil 3 zurückgehen, wir haben ja jetzt eigentlich alles fertiggestellt. Die Blöcke sind angelegt, die Melder sind den Blöcken zugeordnet. Ich habe auch nochmal überprüft, ob alles richtig konfiguriert wurde, dass die Melder die richtigen Adressen haben, dass die Blöcke, ich öffne hier nochmal ein Eigenschaftsfenster. Na, will er nicht so. Mal hier, wir haben ja hier einen Block mit nur einem Melder, dass unter den Fahrstraßen der richtige Melder angegeben ist. Hier das Ereignis, ein Enter to In. Wir haben ja hier einen Block 7, ist ja nur mit einem Melder. Das habe ich jetzt nochmal alles überprüft. Und als nächstes müsst ihr Fahrstraßen generieren. Das heißt, Rockrail wird jetzt aufgefordert, über ein Routing-System oder über das Routing herauszufinden, wie viele Fahrstraßen von Block zu Block über die Weichen kann ich denn hier anfahren. So, da muss ganz einfach Folgendes passieren. Erstmal muss die Anlage komplett abgeschaltet sein, also stromlos. Automatikbetrieb muss auch alles aus. Es muss eigentlich komplett alles aus sein. Dann geht er hier auf Datei, hier unten Router und sagt: Okay, liebes Rockrail-Programm, jetzt generiere mir mal Fahrstraße. Und ihr seht, der Routengenerator hat 32 mögliche Fahrstraßen, also Routen, generiert. Das ist es schon gewesen. Dann speichern wir das mal ab. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit herauszufinden, habe ich vielleicht hier doch noch irgendwo in meinem Gleisplan irgendwelche Fehler, irgendetwas konfiguriert, was später dann nicht so richtig hinhaut. Da habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, liebes Rockrail-Programm, überprüft doch mal die Plankonsistenz. Und das werden wir dann jetzt mal ausführen. So, hier passiert Folgendes. Ich habe spaßeshalber mal ein paar Fehler eingearbeitet. Zum Beispiel, ich habe hier eine zweite Ebene, einen zweiten Gleisplan eingearbeitet. Hoppla, jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da muss ich mal eben suchen, wo er abgeblieben ist. So, hier ist, ja, er verschwindet hier immer wieder. Hier ist er. Ich habe einen zweiten Gleisplan erstellt, weil ich euch da nachher noch was erklären will. Und hier habe ich eine Weiche, hier habe ich eine Weiche und hier habe ich ein Signal, dem habe ich noch keine Adresse zugefügt. Deswegen zeigt Rockrail hier an Signal SG1. Das ist dieses eine Signal hier, was ich euch eben gezeigt habe. Hier dieses Signal, das hat noch keine Adresse. Und die Weichen 10, 9, 8 und 7 haben keine Adresse. Das müssen wir dann halt jetzt noch ändern. Aber ich werde jetzt erstmal das ganz anders machen. Ich werde jetzt hier erstmal alles löschen, weil
ich habe hier das ja gezeichnet und ich, ja, ich brauchte das eben, um euch gleich noch was zu erklären. So, das kann alles weg. Man hätte jetzt auch sagen können, ich lösche den gesamten Gleisplan, aber ich brauche den später noch. Deswegen mache ich das jetzt erstmal auf diese Art und Weise. So, Bedienung weg. So, wo haben wir denn noch was? So, dann können wir überprüfen, wie weit wir denn vorwärts gekommen sind. Nochmal Plankonsistenz prüfen und er zeigt hier an, Warnung. Weiche Nummer 5 hat immer noch keine Adresse. Wo ist Weiche Nummer 5? Hier habe ich extra einen Fehler eingearbeitet, um euch diese Fehlermeldung mal zu zeigen. Da machen wir halt Doppelklick und geben halt noch hier die Adresse 5 ein. Weiche 5 gleich Adresse 5. Ihr erinnert euch W5. Wir haben alles der Reihe nach durchnummeriert. Also Adresse Nummer 5. Und gehen hier aus der Bedienung raus und wählen noch einmal Router. Plankonsistenz prüfen. Und jetzt, das ist die alte Meldung. Wir können das auch hier löschen, diese Meldung, damit das nicht irritiert. Und Router, Plankonsistenz prüfen. Und es kommt keine Fehlermeldung mehr. Das heißt, jetzt erst ist unser Plan komplett sauber und kann fehlerfrei arbeiten. Das speichern wir zwischendurch mal ab. Wir haben aber auch noch eine weitere Möglichkeit, eine erweiterte Plankonsistenz Prüfung machen. Das werden wir auch noch mal. Und auch hier kommt überall alles keine Probleme. No problems, no problems, no problems, no problems. Alles klar, wunderbar. Das heißt, alle Weichen, alle Blöcke, alle Rückmelder sind entsprechend konfiguriert. Ich prüfe das nochmal. Ja. So, das heißt, wir könnten jetzt anfangen mit der Navigation, beziehungsweise nicht mit der Navigation, das ist Blödsinn, was ich erzähle, mit dem automatischen Fahren. Bloß da gibt es ein Problem. Wir müssen hier erstmal dem Block eine Lok zuordnen. Das ist noch ganz einfach. Wir machen hier Lokbelegung setzen und sagen die 103er Doppelklick. Und schon steht sie hier in diesem Block. Jetzt weiß aber Rockrail noch nicht, ja, wie rum steht denn die Lok jetzt auf dieser Anlage. Also, bei einer Dampflokomotive ist es relativ einfach zu sagen, okay, pass auf, hier, wo der Pfeil ihn nach links rund zeigt, dahin stellen wir den Lok mit dem Tender hier in die andere Richtung nach rechts raus. Schon wissen wir, dass die Lokomotive richtig auf dem Gleis draufsteht. Bloß bei einer E-Lok ist es ein bisschen schwieriger, Rockrail zu sagen, ja, wie steht denn jetzt die Lok richtig rum auf dem Gleis? Ganz einfach, ich muss euch da an einem Video weiterleiten, das hat mal jemand gemacht. Diese Beschreibung steht unten in der Videobeschreibung, oder der Link steht in der Videobeschreibung drin. Schaut euch mal das Video an. Dort wird sehr gut erklärt, wie stellt man denn nun eine Lok aufs Gleis. Und zwar richtig rum so, dass Rockrail das erkennt. Ich bin leider nicht in der Lage, euch das dementsprechend so gut zu erklären, wie dieser gute Modellbahner in diesem Video. Deswegen schaut euch das bitte an, macht hier einen Cut oder vielleicht habt ihr es selber irgendwie rausgefunden oder seid der Meinung, okay, das passt schon irgendwie. Also in meinem Fall weiß ich ganz einfach, okay, ich habe jetzt hier die Lok schon entsprechend ausgerichtet und aufs Gleis gesetzt und möchte jetzt ganz gerne mit der Lok losfahren. Dann schalten wir hier das ganze System ein, das heißt die Gleisspannung. Nachdem wir Rockrail hochgefahren haben und die Gleisspannung eingestellt haben, ist es immer erstmal wichtig, in dem Betriebsbeginn die Anlage zu initialisieren. Und jetzt passiert hier unten eine ganze Menge. Das heißt, Rockrail schaltet erstmal alle Weichen durch. Ihr seht auch, dass die Weichensymbole sich hin und her bewegen. Er prüft, ob alle Weichen einmal anwesend sind, hätte ich jetzt beinahe gesagt, und schaltet einmal rechts und einmal gerade, je nachdem, wie die letzte Weichenlage war. Nachdem das geschehen ist, schaltet ihr den Automatikmodus ein und hier unten rechts müssen alle Punkte ausgefüllt sein. Wenn ich jetzt hier das, den Automatikmodus wegnehme, dann geht hier ein Punkt weg. Wenn hier irgendetwas nicht ausgefüllt ist,
Dann gibt es irgendein Problem, dann müsst ihr mal schauen, worum es sich handelt, ob die Gleichspannung auch durchgeht, ob die Plankonsistenz in Ordnung ist. Wenn sie nicht in Ordnung wäre, dann würde der Punkt hier nicht ausgeleuchtet sein. Das heißt, ihr seht, merkt dann, oh, irgendwas stimmt nicht. Es kann ja immer mal sein, dass hier irgendetwas passiert, was ihr nicht kontrollieren könnt, oder die Rückmeldeabfragen während dieser Initialisierung nicht richtig funktioniert, dass die Rückmelder nicht angesprochen werden, dann wird das hier angezeigt. Aber in unserem Fall ist ja alles in Ordnung. So, jetzt möchte ich ganz einfach die Log von Block, was ist das hier, Block 1 nach Block 8 fahren lassen. Jetzt haben wir natürlich keine Hardware, keine echte Anlage, sondern ich kann hier euch nur virtuell zeigen, dass die Fahrstraßen dementsprechend richtig konfiguriert sind und auch die Lok von einem Block zum anderen fährt, indem ich sie es virtuell fahren lasse. Virtuell fahren lassen könnt ihr nur dann, wenn ihr einen sogenannten Lizenzschlüssel von RapRail erworben habt, in Form einer Spende. Ich spende da immer einmal im Jahr einen gewissen Betrag. Da kriegst du dann einen Lizenzschlüssel und kannst halt Androck, das ist eine App, die du benutzen kannst von RockRail auf dem Tablet oder auf dem Handy. Und du hast noch so ein paar andere, ja, Annehmlichkeiten, unter anderem auch hier diese Modellbahnanlage hier virtuell fahren zu lassen. So, wir wollen ganz gerne die Lok virtuell starten lassen. Virtuelle Automatik, und jetzt soll der Zug oder die Lokomotive einmal im Kreis rumfahren, und ihr seht, dass die Lok von Block 1 nach Block 8 gefahren ist. Dort steht sie jetzt und wartet auf die Weiterfahrt, und ihr seht, dass die Lok sich quasi bewegt. Wenn das hier blau hinterlegt ist, dann ist die Lok in dem Block angekommen, aber noch nicht zum Stillstand gekommen. Jetzt fährt sie hier mal ganz einfach eine andere Route lang. Lok ist hier angekommen. Die Ausleuchtung der roten Gleissymbol hier deutet an, dass diese Fahrstraße sowohl nach hier zu dieser Weiche als auch nach hier für diese Lok reserviert sind. Das heißt, hier kann kein Zug weder von hier noch von hier reinfahren. So, wir sagen hier mal Lok starten. Das heißt, sie fährt jetzt autark mal querfeldein. Lok angekommen im Block. Lok angehalten im Block. Jetzt mal gucken, was sie gleich als nächstes macht, wo sie als nächstes langfährt. Das heißt, ich überlasse jetzt RockRail die Steuerung. Es ist keine Fahrplanaktivität hier zu sehen. Wir schauen, wo sie langfährt. Weichen werden gestellt, die Fahrstraße wird gestellt. Die Lok ist angekommen. Der Fahrweg zu den beiden Weichen hier, zur Weiche 1 und zur Weiche 6, ist reserviert. Da kann kein Zug lang. Es geht absolut nicht. Ich setze jetzt mal die 111 hier noch in einen Block. Ich sag mal, die 111 steht jetzt hier oben in dem Block Nummer 9. Das könnt ihr ganz einfach machen. Ich mache es nochmal vor Lokbelegung zurücknehmen. Ich gehe hier auf die 111, lasse die linke Maustaste gedrückt und ziehe sie in einen Block meiner Wahl, und schon die Lokbelegung gesetzt. Und jetzt sagen wir ganz einfach, okay, da hier alles virtuell fährt, völlig autark, sagen wir, okay, jetzt soll die Lok einfach starten, und die Lok, die B111, und mal schauen, was sie macht. Also, auch hier wird eine Fahrstraße gestellt von Block 9 nach Block 3. Und jetzt müssen wir warten, was passiert. Also, ja, genau, Lok virtuelle Automatik. So, die 111 bewegt sich im Augenblick nicht. Das kann ganz einfach damit zusammenhängen, dass sie falsch im Block steht. Da muss ich dann mal eben die Lok stoppen, die Lokbelegung zurücknehmen, Lokautomodus zurücksetzen, außer die Blockbelegung. Und ich muss sagen, hey, die Einfahrtseite müssen wir mal tauschen. Und sagen, okay, virtuelle Automatik. Mal gucken, was sie jetzt macht. Jetzt fährt sie raus. Genau. Also, die Lok war auch im virtuellen Geiste nicht richtig in dem Block aufgestellt. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Einfahrtseite des Blockes zu tauschen oder auch die logische Richtung zu tauschen. Und ihr seht, dass jetzt auch die 111 autark hier im Augenblick zwischen den Blöcken hin und her pendelt.
Die 103 steht hier. Die Fahrstraße ist reserviert. Mal gucken, was jetzt gleich noch passiert. Hier, die 103, eine Fahrstraße ist gestellt. Die ist verriegelt. Die Lok kommt an. Das wird dann blau unterlegt. Jetzt ist sie angekommen, auch zum Halten gekommen. Die Fahrstraße ist hier wieder reserviert. Da kann kein anderer Zug rein. Und somit fährt die Lok, fahren die Loks automatisch jetzt über die Anlage. Ja, die würde ganz gerne hier mal vielleicht auch woanders fahren, aber da die 103 hier im Weg steht, kann sie keine Fahrstraße generieren oder kann Rockrail keine Fahrstraße in eine andere Richtung generieren. Hier hat sie es jetzt mal gemacht, weil dieser Block und diese Fahrstraße frei sind, dass die 111 mal in eine andere Richtung fährt. Wie gesagt, im Augenblick fahren alle Lokomotiven oder die beiden Lokomotiven völlig autark gesteuert, völlig autonom durch Rockrail planlos, ich nenne das immer, auf chaotische Fahrweise über die Anlage. Und ihr seht, dass unsere virtuelle Bahn, die wir in den gesamten vier Teilen hier jetzt aufgebaut haben, reibungslos funktioniert und ohne Probleme. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier passiert. Es kann jetzt sein, dass die Lok will hier lang, die Lok will da lang. Es kann jetzt sein, dass die sich gegenüberstehen und sagen, nö, ich will jetzt meinen Dickkopf da durchsetzen. Normalerweise, da wir aber Fahrtrichtungswechsel in den Blöcken, ja, sehen wir, jetzt weicht sie aus. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erklären heute hier in diesem Video. Alles andere ist aber oder Inhalt für ein weiteres Video. Ihr seht, alles fährt einwandfrei und somit habt ihr quasi ja, eine vollautomatisierte Modellbahnanlage. So, was gibt es noch zu erklären? Wenn ich diesen ganzen Zirkus jetzt stoppen will, dann gehe ich hier in ein Warte, bis du da ist und starke Lok stoppen. Genauso wie hier, Lok stoppen, dann dürfte nichts mehr passieren. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Hier drüben wollen wir uns mal hier sind ja zwei Lokomotiven angelegt. Ich schiebe das hier nochmal ein bisschen rüber. Das ist die Kennung, das ist die Adresse der jeweiligen Lok. Das ist in dem Block, in dem sie sich befindet. Das ist die Geschwindigkeitsstufe, im Augenblick stehen sie, deswegen ist hier 0. Und hier ist ein Minuszeichen vor der 0, das heißt, diese Lok wird auf der Minusseite des Blocks rausfahren wollen und das vorwärts rausfahren, nein, nochmal von vorne. Rückwärts, die Lok, die 111 wird rückwärts beim nächsten Mal aus dem Block rausfahren und hier vorwärts. Der Modus ist im Augenblick Stopp. Ein Ziel ist nicht vorgegeben, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Lok automatisch hier, nicht automatisch, manuell sage ich, will diese Lok bewegen von Block 8 nach Block 4, dann gehe ich hier mit dem Zeigefinger drauf, linke Maustaste festhalten und sagen, schiebt sie hier rüber und die Lok fährt nach Block 4 und das wird auch hier angezeigt. Ziel ist Block 4, jetzt muss ich sie nur noch virtuell starten, dass sie dann auch tatsächlich da drüben ankommt. Ich glaube, die Reihenfolge ist nicht richtig gewesen. So, ich muss hier virtuelle Automatik und sagen, so, genau. Und Lok stoppen. Ja, das heißt also, da wo sie hinfährt, das wird hier angezeigt. Habt ihr einen Zug erstellt, steht hier dann, welche Zugnummer dass sich das handelt. Da kommen wir dann aber auch noch später in einem späteren Video zu. Die Gesellschaft, das Bild, die Betriebszeit, wie viel, das sind jetzt 4 Minuten, ist die Lok jetzt gefahren. Der Heimatstandort ist auch noch Teil von weiteren Videos. So, was gibt es noch zu erzählen über die Blöcke? Wir gehen hier mal in einem, also wir haben hier den Modus Lok starten. Wir können hier auch die Lokbelegung zurücknehmen. Dann wird die Lok aus dem Block entfernt quasi. Ihr müsst sie dann auch von eurer Anlage runternehmen. Die Lokbelegung setzen. Da stand die 111er drin, wenn ich mich recht erinnere.
Doppelklick und schon ist die 111er da wieder drinnen. Darauf achten, dass sie in die richtige Richtung steht. Dann haben wir hier noch, wie gesagt, halbautomatisch. Halbautomatisch bedeutet nichts anderes, als dass ihr Rockgrill sagt, pass auf, fahr von Block, beispielsweise von, was ist das hier für ein Block? Block 4 nach Block 8 auf halbautomatische Art und Weise. Dann wird die Fahrstraße gestellt, aber die Lok fährt nicht los, sondern ihr müsst dann über einen oder über den Fahrtregler könnt ihr die Geschwindigkeit selbst vorgeben. Das bezeichnet man unter halbautomatisch. Das heißt, die Fahrstraße wird gestellt, aber die Lok fährt nicht los. Das müsst ihr dann ganz einfach selber machen. So. Dann haben wir noch Lok stoppen. Das heißt, virtuelle Automatik ist für euch dann erstmal nicht weiter relevant. Das ist für diejenigen, die diesen Lizenzschlüssel haben, um Rockrail eben zu prüfen. Lok stoppen, ich gehe auf einen Block, da wo sich die Lok befindet oder reinfahren soll, als nächstes Ziel, das Zielblock quasi, und sage Lok stoppen, dann hält die Lok in dem Block dann auch an. Logische Richtung tauschen, das ist, wie gesagt, schaut euch das Video an, Videobeschreibung, schaut bitte da mal rein, da ist das wunderbar erklärt, da könnt ihr die logische Richtung der Lok tauschen, genauso wie die Einfahrtseite des Blockes tauschen. Falls die Lok, wenn ihr zum Beispiel die Lok hier rüberschiebt von Block 4 nach Block 8, das ist jetzt wieder Blödsinn, was ich hier mache, Lokbelegung zurücksetzen, jetzt ist hier ein Geisterzug, jetzt ist sie weitergefahren, das ist eine Geisterzugmeldung, nehmen wir hier mal zurück, da sollst du hinfahren. So, virtuelle Automatik. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Logische Richtung, genau. Einfahrtseite des Blockes tauschen. Das heißt, wenn sie jetzt nicht in Wirklichkeit hier rumfährt, sondern einen anderen Abbieger macht, dann ist die Einfahrtseite des Blockes nicht richtig. Und dann könnt ihr das über die Einfahrtseite des Blockes tauschen. Und schon fährt die Lok in die richtige Richtung heraus. Wie gesagt, kommt immer darauf an, wie man die Lok aufs Gleis setzt. Da verweise ich jetzt zum 10. Mal bestimmt in diesem Video auf dieses Video, was in der Videobeschreibung drin steht. Schaut euch das mal in aller Ruhe an. So, was gibt es noch zu erzählen? Diese ganzen anderen Zielsetzen ist, wie gesagt, wenn wir hier nochmal Schluss machen. Wir machen die Lok, stoppen die Lok. Automodus zurücksetzen und sagen, okay, du sollst ein Ziel setzen, du sollst in Block 12 fahren. Dann sucht sich Rockrail automatisch einen Weg mit der BH111 in Block 12. Das kann völlig automatisch ganz wilde Geschichten sein, bis die Lok dann da oben irgendwo ankommt. Irgendetwas scheint jetzt hier nicht so zu funktionieren. Normalerweise sollte die jetzt schon längst in diesem Block hier angekommen sein. Ich mache das nochmal andersrum. Oder vielleicht sollte ich nochmal die Automatik probieren. Nee, will er nicht. Ja, es ist immer schwierig. Ja, funktioniert jetzt nicht gerade so, wie ich mir das vorstelle. Sie wird, als Ziel ist nichts angegeben, ist Block 7, soll jetzt eigentlich in Block 10 fahren, in Block 11 fahren. Funktioniert jetzt gerade nicht, diese virtuelle Automatik ist eben, mal gucken, ob ich jetzt hier, wollen wir mal gucken, was jetzt passiert, ob sie sich jetzt auf den Weg Richtung Block 12 macht. Nein. Doch. Ja, sie fährt jetzt. Also, sie wird nicht direkt den direkten Weg nach Block 12 nehmen. Sie sucht sich freie Fahrstraßen. Ihr seht, jetzt bleibt sie hier in Block 11. Jetzt kann sie eigentlich nur in Block 7 oder zurückfahren. Mal schauen, was sie jetzt macht.
Ja, da passiert jetzt wenig. Das kann dauern bis hier in Block 12. Aber auf jeden Fall die Funktion ist, Ziel setzen, ihr wählt euch einen Block aus eurer Blockliste aus und dort fährt sie dann automatisch hin. Das passiert nicht unbedingt zwangsweise auf den direkten Wege. Zum Beispiel, wenn sie in diesem Block 5 steht, müsste sie eigentlich hier nur zwei Blöcke weiterfahren. Aber nein, das macht Rockrell nicht. Rockrell sucht sich einen wilden Weg aus, um irgendwann mal im Block 12 zu landen. Das ist aber auch so gewollt, das ist dieses chaotische Fahrprinzip von Rockrail. Funktioniert ganz toll, wenn man nur mit ein oder zwei Lokomotiven auf einer relativ kleinen Anlage fährt oder auf einer Pendelstrecke. Aber wenn man eine größere Anlage hat, dann sollte man das auf keinen Fall machen, sondern sollte man mit von Block zu Block hüpfen oder eben das mit Fahrplänen ausgestalten. So. Mehr gibt es eigentlich über diese Blöcke hier nichts zu sagen. Wir stoppen hier mal die Lok. Diese ganzen Sachen hier unten außer Betrieb setzen, wenn ihr den Block nicht mehr benutzen wollt. Radzähler zurücksetzen, FIVO zurücksetzen. Das sind alles auch Dinge, die ich noch nicht mich beschäftigt habe. Aber Heimatstandort ist auch noch eine Geschichte für später. Das war es erstmal hier. Seht ihr, jetzt ist hier irgendwo ein Problem aufgetreten, die Gleichspannung ist weg. Ah, jetzt ist sie wieder da. Ja, das war's. Teil 4. Lokbelegung setzen, Lokbelegung ersetzen und die Lokomotiven über die Anlage völlig automatisch fahren lassen. Virtuell funktioniert's. Genauso wäre es dann auch auf eurer Anlage. So, im Teil 5 geht es um. Worum geht es in Teil 5? Da werden wir uns um die Konfiguration der Blöcke nochmal kümmern. Wir werden uns um den Block Bremszeitgeber BBT beschäftigen. Wir werden uns um die Fahrstraßen und Blockgeschwindigkeiten kümmern, was auch nicht ganz unwichtig ist. Das in meinem nächsten Video. Denkt dran, euch das Video angucken, was in der Videobeschreibung drin ist. Der kann das besser erklären als ich. Da gehe ich gar nicht erstmal bei, weil das ist wirklich schwere Kost. Schaut es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Bis dann. Tschüssi.